Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Wir sind immer noch beschäftigt mit dem aufwendigen Maschinenrätsel, das uns hier präsentiert wird. Man sagt, es gäbe einen Fehler auf dieser Seite. Ich weiß nur nicht wo. Ich meine, wir haben hier tatsächlich im Inventar ja so ein lustiges mechanisches Teil, von dem wir auch nicht so richtig wissen, wofür es gedacht ist. Weshalb sieht aus wie ein Ersatzteil für Automaten. Deswegen ich jetzt gedacht habe, es wird an einer anderen Stelle relevant sein. Und nicht hier. Es sieht eigentlich auch nicht so aus, als wäre es hier relevant. Denn dann müsste man ja das relevante Teil hier auch irgendwo sehen. Und ich sehe es nicht. Was wir sehen ist, dass dieser Teil exakt gleich ist und dieser Teil auch. Und dieser mittlere Teil, der ist hier gar nicht. Der dreht sich einfach. Den können wir damit auch irgendwas benutzen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ob wir das müssen. So, aber das hier würde ich ganz eindeutig sagen, ist genauso angeleiert, wie es sein soll. Auch hier nochmal geguckt. Es gibt hier auch nur eins von diesen goldumrandeten Löchern. Die anderen beiden sind halt andere Löcher. Man sieht sehr eindeutig, oder für meine Begriffe relativ eindeutig, dass hier ein geschlossenes Loch ist, hier ein offenes, hier ein geschlossenes und hier drunter eins mit Rahmen. Also kann es ja nur die Stellung sein. Und das passt ja auch. Trotzdem schüttelt unsere Protagonistin ungläubig, möchte ich sagen. Etwas stimmt nicht. Ungläubig den Kopf. Ja, ich weiß es nicht. Also. Wir haben ja auch noch dieses Kästchen. Ich glaube nicht, dass dieser Code im Bericht erwähnt wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Jetzt ist die Frage, steht es hier irgendwo dran? Kann ich was übersehen haben? Aber wir haben auch schon festgestellt, hier bei Dana, wir kommen da gar nicht ran an das Gerät. Das ist eben jenes hier, wo er dran ist und da können wir nicht mal drauf gucken. Wir können mit dem Typen reden und der sagt, er muss den ganzen Tag noch das sauber machen. Aber weiter kommen wir nicht.
Sie müssen das im Dokument beschriebene Ende des Ereignisses in der Vergangenheit erreichen. Erkunden Sie die Vergangenheit jedoch weiter. Alle Informationen, die Sie brauchen, um im Leben bleiben verfügbar. Es liegt an Ihnen, sie in Erfahrung zu bringen. Hier endet der Bericht. Steht nicht, was als nächstes passiert ist. Ich glaube, er enthält alle Informationen, um die Mechanismen auf dem Platz zu reparieren. Hier endet der Bericht. Steht nicht, was als nächstes passiert ist. Ich glaube, er enthält alle Informationen, um die Mechanismen auf dem Platz zu reparieren. Ich glaube das nicht. Ich bräuchte ja zumindest noch den Code für dieses zweite. Kästchen hier. Das ist nicht das Kästchen. Typisch, dass ich den abkriege. Wir können ihm auch nichts geben. Ich meine, wir haben auch nichts. Man kann hier nicht erkennen, was der Code ist. Er hat ja den Kasten nicht mal aufgemacht. Also es wäre ja schon hilfreich, wenn er die mal wenigstens aufgemacht hätte. Hier war es auch einfach, bei dem anderen auch, weil der Kasten schon auf war. Das ist hier offensichtlich nicht. Frau Beckmann gibt mir die einzigartige Gelegenheit, mir alle Mechanismen auf dem Platz anzuschauen. Ich sollte sie nutzen, um sie genau zu studieren. Ich dachte eigentlich, das habe ich gemacht. Okay, hier ist so ein Nupsi drin. Also ich kann mir dann vorstellen, dass wir für den anderen Kasten drüben dann noch diesen Nupsi brauchen, der hier jetzt drin ist und der an dem anderen Kasten womöglich fehlt. Was wir aber nicht sehen, weil wir nicht rankommen. Und die Frage ist, wie kommen wir ran? Gucken wir mal, ob uns die Hilfefunktion hier weiterhilft. Ich meine, man lässt uns nicht mal irgendwelche Codes ausprobieren. Das heißt, es muss irgendwie so sein, dass wir den Code finden können. Dieser Stimmkasten scheint in schlechtem Zustand zu sein. Es gibt Leute, die das ausnutzen würden, um ihn aufzubrechen. Wenn ich mir den Zustand der Tür so ansehe, sollte sie nachgeben, wenn ich etwas Kraft anwende. Unmöglich, Kate Walker! So etwas ist illegal! Hoffen wir einfach, dass keine Polizei vorbeikommt. Ernsthaft? Das ist ja wohl ein Gag. Ich hätte echt gedacht, man muss den Code irgendwie finden, aber offensichtlich kann man auch manchmal einfach hohe Gewalt walten lassen. Gut, dann haben wir ja jetzt das Problem gelöst. Drei laufen jetzt. Nur noch einer. Schön, dass das so einfach und offensichtlich ist. Thank you.
Deswegen hatte man diesen Zettel. Okay, wir haben eine ganz schlechte Zeichnung der Problematik. Und da sieht man tatsächlich... dass das hier noch geöffnet werden muss. Würde ich sagen. Und dann sind nämlich nur vier geschlossen. 1, 2, 3, 4. Und bei dem bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Probieren wir es nochmal aus. Ah. Gut. Okay, ich glaube, das war der letzte. Richtig, Kate Walker. Sie müssen zurückgehen und das Klavier auf dem Platz aktivieren, wie der Rektor sagte. Das ist ja wohl der Hammer. Also selbst die Rätsel, die ein bisschen irritierend sind, sind zumindest nicht so, dass man sie nicht lösen könnte. Offenbar ist dieses Rad dazu da, den Antrieb des Klaviers durch den Dynamo-Effekt zu aktivieren, Kate Walker. Dann muss ich wohl mal wieder mein Gehirn einschalten. Okay. Die Noten sind an Ort und Stelle. Ja, das müsste eigentlich alles passen soweit. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, glaube ich, diesen Hebel hier zu bewegen. Ah, aber das können wir nicht. Warum das denn nicht? Also ich bin mir sehr sicher, dass wir diesen Hebel bewegen konnten. Das ist in der ersten Szene des Spiels, sitzen wir ja als Dana Rose an diesem... in diesem... Gerät. Jetzt können wir. Ah, okay. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Naja, natürlich. Warum auch? Ich kann nicht spielen. Der Antrieb ist aus. Ich muss einen Weg finden, das Klavier zu aktivieren. Ich hatte gedacht, wir hatten einen Weg, das Klavier zu aktivieren, und der war gerade passiert. Das funktioniert nicht. Armes kleines Ding. Kein Grund, sentimental zu werden, Kate Walker. Der Automat war zu einem bestimmten Zweck gemacht. Er hat keinerlei Gefühle. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ein einfacher, monofunktionaler Automat war. Anders als wir weiterentwickelten Automaten, die mehreren Zwecken dienen.
Ja, na gut. Auf alle Fälle funktioniert er nicht mehr scheinbar. Kaputt. Kaputt. Da fehlt ein Zahnrad, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich nehme an... Halt, Kate Walker! Ich bin ein hochentwickelter Automat! Und sie dienen mehreren Zwecken. Jetzt ab mit ihnen. So. Ich sehe, Sie haben keine Ihrer unerfreulichen Gewohnheiten abgelegt, Kate Walker. Sehen Sie es positiv, Oscar. Dank Ihnen funktioniert das Klavier jetzt. Dann beeilen Sie sich und nutzen Sie es, wie der Rektor sagte. Ja, das ist doch gut. Jetzt mal schauen, ob das was wird. Ist alles in Ordnung, Kate Walker? Es ist dieselbe. Genau dieselbe. Wie meinen Sie? Das Lied, das ich eben mit den Automaten gespielt habe. Die Wagner-Hymne, das ist genau dieselbe Melodie, die Mamas Spieluhr immer spielte. Die habe ich ständig angehört, als ich klein war. Wir haben nie herausgefunden, wo sie herkommt. Und es heute herauszufinden ist ein großer Durchbruch, weil? Weil es bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen Wagen, meiner Mutter... Und wohl auch Dana geben muss. Dana, die mir so ähnelt. Ah, eine Verwandtschaft also. Weiß nicht, möglich wär's. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich das herauskriege, sobald ich Danas Spur wieder aufgenommen habe. Gehen wir, Oscar. Rektor Mahler schuldet uns eine Akte. Habe ich schon erwähnt, wie demütigend das ist? Ja, mehrfach, Oscar. Mehrfach. Gut, das war jetzt irgendwie nicht so ein geiler Reveal, weil das war mir
nachdem wir das ja schon mehrfach gehört hatten, eigentlich klar, dass das die gleiche Musik ist. Aber offenkundig war es ihr nicht klar. Irritierend. So. Ja, dann holen wir mal unser... Ach, warum ist denn jetzt schon wieder dieser... Mauszeiger? Manchmal ist er nicht zu verstehen. Holen wir uns mal unsere Akte ab. Danke, danke. Ihr Konzert war so wunderschön. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Das freut mich sehr. Sie haben doch eine Akte für mich. Natürlich, natürlich. Hier ist sie. Dana Rose. Wie gewünscht. Danke. Na endlich. Keine Adresse. Danas Adresse von 1937. Offenbar ein Einfamilienhaus. Brücke der Nebel, Haus Nummer 20. Die Brücke der Nebel. Gefunden, was Sie suchten? Ich glaube schon. Na dann, danke. Und auf Wiedersehen. Nein, ich muss Ihnen danken. Also wieder ein Ort erkundet und der nächste wartet schon. Eigentlich sieht es ja ganz gut aus. Sieht aus, als hätte man versucht, die neuen Geschäfte den Originalfassaden anzupassen. Trotzdem sind es genauso Touristenfallen. Ja, so ist das wohl. Ich weiß nicht, was die Leute da in den Blumen verloren haben. Aber wird schon alles seine Richtigkeit haben. Do 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 do.
So, wir waren an der Musikakademie. Wir waren auch schon in der Berghütte. Wir waren auch schon bei Müllers Geschäft. Wir gehen jetzt zur Brücke der Nebel. Gute Güte, das ist aber eine unangenehme Art zu reisen. Ich weiß, Oskar. Versprochen, lasse sie so bald wie möglich raus. Ja? Oh, wir haben wieder 45 Minuten geschafft. Okay, Oskar. Jetzt müssen wir Danas altes Haus finden. Wissen Sie die Nummer noch, Kate Walker? Laut Ihrem Anmeldeformular für die Musikakademie war es Nummer 20. Hm. Gut. Wir müssen wieder aufpassen. Hier haben wir nämlich jetzt wieder eine Zusatzaufgabe bekommen. Die neuesten Neuigkeiten über Wagen herausfinden. Das müssen wir also auch machen. Und meistens müssen wir das machen, bevor wir die andere Aufgabe lösen. Sonst können wir die nicht mehr lösen, die Aufgaben. Nebenaufgaben. Aber die Uhr, beziehungsweise die Stream-Erinnerung teilt uns mit, dass wir wieder eine Folge hinter uns gebracht haben. Das ist ja auch eine echt erfolgreiche Folge gewesen. Wir haben immerhin den Musikautomaten fertig in Betrieb genommen und unsere Informationen, die wir haben wollten, auch gesammelt. Das heißt, an dieser Stelle wieder Ende für diese Folge. Ich denke mal, dass ich noch eine mache. Das sollte von Timing her ganz gut passen. Dann haben wir heute 3 Folgen geschafft. Das ist ja auch nicht wenig. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn wir rauskriegen, wo denn Dana Rose gewohnt hat. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt es als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann.